Als Faustregel kann man sagen, dass eine Berufsausbildung im kaufmännischen oder gastronomischen Bereich 3 Jahre dauert, eine Ausbildung im technisch-gewerblichen Bereich 3 bis 3,5 Jahre. Es gibt auch Ausnahmen, beispielsweise die Verkäufer oder Fachlageristen, die haben eine Ausbildungszeit von 2 Jahren. Also formal ist eine Verkürzung der Ausbildung aufgrund eines vorangegangenen abgebrochenen Studiums nicht vorgesehen. Studierende oder Studienabbrecher verfügen aber über eine Hochschulreife bzw. über eine Fachhochschulreife, die, wenn der Ausbildungsbetrieb bzw. der Arbeitgeber dem zustimmt, mit bis zu 12 Monaten auf die Ausbildungszeit angerechnet werden kann. Wir haben ein Beispiel, der Industriekaufmann hat eine Ausbildungszeit von 36 Monaten. Hier kann die vorangegangene Schulbildung mit 12 Monaten angerechnet werden, sodass eine Ausbildungszeit von 24 Monaten verbleibt. Darüber hinaus kann der Auszubildende, wenn er in der Ausbildungszeit überdurchschnittliche Leistungen in der Berufsschule, aber auch im Ausbildungsbetrieb erbringt, einen Antrag auf eine vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung stellen. Dies setzt voraus, dass der Ausbildungsbetrieb dem Azubi bescheinigt, dass er überdurchschnittliche Leistungen in Betrieb erbringt, und natürlich die Berufsschule muss auch das bestätigen. Die Zulassungsvoraussetzung ist dann gegeben, wenn ein Notendurchschnitt unter 2,5 erreicht wurde. Auf jeden Fall. Also die duale Berufsausbildung, das Wort dual sagt das ja schon, beinhaltet zum einen theoretisches Wissen, welches hauptsächlich in der Berufsschule vermittelt wird, und natürlich einen ganz hohen Praxisanteil, der dann vom Ausbildungsbetrieb übernommen wird. Das heißt, wir haben hier also eine ideale Vermischung zwischen Praxis und Theorie. Wenn Sie sich grundsätzlich dem Studium gewachsen fühlen, aber die Praxisnähe suchen, dann sind Sie im dualen Studium gut aufgehoben. Im dualen Studium werden Theorie und Praxis verbunden. Es ist wissenschaftsbezogen und praxisorientiert. In den 3 Studien- und Praxisjahren werden im Wechsel Studieninhalte über die Berufsakademie und Praxisinhalte über den Ausbildungsbetrieb vermittelt. Nach 3 Jahren haben Sie A, einen Berufsabschluss, beispielsweise einen Industriekaufmann, und B, einen Bachelorgrad. Die Studiengebühren werden in der Regel vom Ausbildungsbetrieb übernommen, und zudem bekommen Sie auch eine monatliche Ausbildungsvergütung.